Teil 1, Segmentierung. Was hat es mit Segmentierung auf sich? Die Frage ist ja, wir hatten ja eben schon mal das Bildchen von den Segmenten angeschaut. Und was da wahrscheinlich ersichtlich wurde für Sie ist, wie gehen wir eigentlich mit großen Adressräumen um? Also auf einer 32-Bit-Maschine, das heißt, die, sag ich mal, die Rechner, die es bisher gab, bevor die 64-Bit kamen, konnten sie typischerweise 4 GB große Adressräume ansprechen. Das haben sie übrigens auch auf einem Raspberry Pi auf den aktuellen Modellen. Da können sie 4 GB RAM ansprechen. So. Und jetzt, wenn Sie das Bildchen noch im Kopf haben, was hier auch rechts auf der Folie ist, je größer dieser Speicherbereich wird, und jetzt haben Sie einen relativ kleinen Heap und einen relativ kleinen Stack, also da liegen wenig Variablen drin und Sie haben auch Sie haben auch wenige Funktionsaufrufe. Das heißt, Sie brauchen eigentlich gar nicht viel Stack, Sie brauchen auch gar nicht viel Heap. Und was passiert eigentlich mit dem ganzen Speicher zwischendrin? Dieser komplette Speicher ist jetzt erstmal geblockt. Ja? Und vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz kleiner Exkurs. Unter den 32-Bit-Windows-Systemen waren die ersten 2 GB physikalischem Speicher für Windows reserviert. Also das war erstmal der Speicher, das ist hier auf dem Bildchen rechts oben. Die ersten 2 GB haben da Windows gehört. Das heißt, man hatte maximal 2 GB vom Speicher noch, oder von dem Adressraum noch übrig für die Programme. Und unter einem 32-Bit-Linux hatten sie bei 1 GB physikalischem Speicher für das Betriebssystem noch 3 GB übrig. Das ist das, wie das Bildchen jetzt rechts hier auch aufgebaut ist. Also ganz oben 1 GB Betriebssystem und dann kommt eben zum Beispiel hier ein Programm. Das können sich natürlich auch noch mehrere Programme teilen. Das heißt, sie hatten dann nie diese kompletten 4 GB übrig. Es hat bei den 32-Bit-Systemen dann auch gar keinen Sinn gemacht, dass sie mehr RAM reinstecken. Das ging technisch, aber sie konnten den RAM ohne Hilfsmittel ja nicht adressieren. Ja. So, und was machen wir denn jetzt? Jetzt ist eben ein Prozess hier reingeladen und da ist ganz viel Speicher übrig. Na, und da hilft uns eben die Segmentierung. Das ist die Lösung, die wir an der Stelle haben. Wir hatten jetzt bisher gesagt, wir haben pro Prozess ein Base-and-Bounce-Paar. Das heißt, wir nehmen eine Adresse, wo der Speicherbereich für den Prozess anfängt und dann die Bounce, also das Maximale, wo der Speicherbereich, der virtuelle oder der physikalische Adressraum, Entschuldigung, für den Prozess aufhört. Und das machen wir jetzt pro logisches Speichersegment. Und jetzt kommt die Frage, was ist eigentlich ein Speichersegment? Jetzt habe ich hier ein neues Wort eingeführt. Und ein Speichersegment ist nichts anderes als ein zusammenhängender Speicherbereich. Und in unserem Fall haben wir jetzt 3 Speicherbereiche und damit auch 3 Segmente. Wir haben einmal den Programmcode, wir haben einmal den Heap und einmal den Stack. Also so, dass wir nicht alles in einen virtuellen Adressraum reinpacken, gehen wir jetzt hin und nehmen 3 Segmente. Und das sehen Sie schön in dem Bildchen hier rechts. Wir haben jetzt einen Stack, ne, der wechselt das Negative in den freien Bereich hier. Dann haben Sie hier bei 32K haben wir den Programmcode liegen, der ist ja statisch. Und da schließt sich dann der Heap an. Und da sehen Sie es auch schon, der Heap kann in dem Beispiel bis 64 KB wachsen. Also wir gehen jetzt ein Beispiel einfach davon aus, dass wir nur 64 Kilobyte haben an der Stelle. Das heißt, ich bin jetzt hier auch nicht so limitiert, dass ich sagen kann, ich kann den Speicher hier unten für nichts anderes mehr verwenden. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Idee bei den Segmenten, dass ich es anders anordnen könnte. Ich könnte jetzt hier den Stack zum Beispiel auch direkt an den Programmcode anschließen lassen, dann hätte ich den Platz auch gar nicht verschwendet. Da kommen wir später noch ein bisschen darauf zu sprechen, wie wir damit am besten umgehen können. Ja. Das geht jetzt natürlich nicht ohne Hardware-Unterstützung. Jetzt hatten wir dieses Base- und Bounce-Paar. Und das müssen wir jetzt in dieser MMU, die wir die letzten Vorlesungen hatten, also diese Memory Management Unit, muss irgendwie unterstützt werden, weil wir müssen jetzt für diese 3 Codesegmente 3 Base-and-Bounce-Paare uns merken, also Register, wo wir diese Werte speichern. Und da haben wir rechts die kleine Tabelle. Da haben Sie jetzt ein Codesegment, ein Heap-Segment und ein Stack-Segment. Das Codesegment fängt an bei 32K und bekommt in unserem Fall 2K. Größe. Dann haben wir den Heap, der fängt bei uns bei 34K an, der bekommt eine Größe von 3K und der Stack 28K, der bekommt hier 2K. Und jetzt steht hier schon Segmentation Fault. Ein Segmentation Fault ist ein Speicherzugriff auf illegale Adressen im segmentierten Speicher. Das ist aber auch bei einem nicht segmentierten Speicher so. Das heißt, wenn Sie jetzt C programmieren und versuchen, irgendwo auf eine Adresse zuzugreifen, die eben außerhalb
von ihrem Codesegment liegt, dann kommt in der Regel so ein Segmentation Fault. Das bedeutet also nicht, dass ihr Rechner nicht falsch oder der Speicher schlecht oder falsch segmentiert ist. Das bedeutet einfach, sie haben außerhalb von dem eigentlichen Speicherbereich, auf den sie zugreifen dürfen, auf den haben sie an der Stelle versucht zuzugreifen. Ja. Jetzt müssen wir uns mal noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn wir Code, Heap und Stack-Segment haben, ja, woher weiß eigentlich die CPU, welches Segment gemeint ist? Und bevor ich hier weitermache, kommt jetzt eine Frage rein. Bei C-Programmen werden die Allokation aller Variablen am Anfang des Programms gemacht, damit der Kernel gleich die richtige Speicherbereichegrößen reservieren kann. Passe ich jetzt tatsächlich? Weiß ich gar nicht, ob ich. Doch, bei C, glaube ich, habe ich diese. Muss ich das immer am Anfang allokieren, ne? Das stimmt. Das ist aber das, also die Variablen oder andersrum, wenn ich mit malloc Variablen reserviere oder Speicherbereich reserviere, dann ist das Heap-Speicher und den kann ich auch während dem Programm in C machen. Worum es hier geht, das sind also zum Beispiel lokale Variablen, zum Beispiel x, ein Integer x. In einem C-Programm, das wird am Anfang gemacht. Warum? Weil die Variablen auf den Stack gelegt werden. Und wenn ich später aus dem Programm rausspringe, also zum Beispiel aus einer Routine rausspringe, dann wird ja dieser Stack wieder aufgeräumt. Also der Heap, der ist dynamisch, der kann irgendwann reserviert werden mit malloc, muss ja dann mit free auch wieder freigegeben werden. Ich glaube, das war letzte Woche dran. Und lokale Variablen reserviere ich am Anfang, weil die auf dem Stack liegen. Mit meinem C oder mit meinem gefährlichen C Halbwissen. Das müsste so funktionieren. Genau, jetzt waren wir bei den Codesegmenten. Die Frage, woher weiß die CPU, welches Segment gemeint ist? Ich kann ja dann nicht reinschreien in die CPU, hey, hol das mal aus dem Codesegment. Ja, oder wer sich noch ein bisschen an den Assembler-Code erinnern kann, der weiß ja, ich gebe ja mit so einem Move-Befehl einfach an, von welcher Adresse wird irgendwas reingeladen und dann habt ihr auch diese Address Translation, also die virtuelle Adresse wird ja in die physikalische Adresse übersetzt. Und jetzt muss ich ja wissen, an welche Speicheradresse genau ich eigentlich physikalisch rangehen muss. Und was man dann macht, ist, man nimmt diese virtuelle Speicheradresse, mit der wir ja bisher im virtuellen Raum den Speicher adressiert haben, und teilen die auf. Und zwar nehmen wir vorne, in unserem Fall, 2 Bit für das Segment und der Rest ist dann das Offset. Das heißt, ich kann jetzt weniger adressieren, also weniger Speicher in meinem virtuellen Adressraum adressieren und gebe jetzt aber an, in welches Segment springe ich rein. Also zum Beispiel gehe ich in den Code, in das Code-Segment, in das Heap-Segment oder in das Stack-Segment. Genau das wurde im Chat jetzt hier, ne? In einem Speicheradresse, wenn sie sich in einem bestimmten Bereich befinden. Genau, aber wie sage ich eben jetzt also wie bekomme ich jetzt hin zu wissen, in welches Segment ich reinspringen muss? Und das kodiere ich hier in dem Segment. Das schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Und zwar könnte man hingehen und sagen, okay, ich nehme die beiden Bits 00 für das Code-Segment, ich nehme die beiden Bits 01 für das Heap-Segment und ich nehme 10 für das Stack-Segment. Das ist jetzt da binär kodiert, also vielleicht für die, die das jetzt auch noch nicht wissen oder können, das ist ja binär kodiert, das heißt 00 ist 0, 01 steht eben für die 1 und 10 steht für die 2. Na, so kann ich das durchkodieren. Und wenn ich jetzt da reinschaue, was wir bisher hatten, habe ich mein Segment 01. Das heißt, jetzt weiß ich, wenn ich diese Adresse anspringen möchte in meinem Programm, dann weiß eben das Betriebssystem und auch die Hardware, okay, ich möchte in das Heap-Segment reinspringen. Das heißt, das Offset, ja, und das Base-Register, das gibt dann die physikalische Speicheradresse. Und dieses Base-Register bekomme ich jetzt eben raus, weil ich weiß, okay, 01 Heap-Segment. Und jetzt hat man gesagt, ich habe dieses Base-Register für den Code, für den Heap und für den Stack. Das heißt, ich lade jetzt eben in dem Fall die Base-Adresse für den Heap und nehme dieses Offset drauf. Also wie weit muss ich da quasi in den Speicher reingehen? Und dann habe ich eigentlich die Werte, die ich möchte. Und jetzt prüfen wir eben noch die Obergrenze, dass wir da nicht versuchen, außerhalb von dem Speicherbereich zuzugreifen, den wir möchten. Und wenn wir doch außerhalb sind, dann hätte ich wieder einen Segmentation Fault. Also ich hoffe, das ist jetzt so
ungefähr verständlich wurde, wie ich solche Codesegmente adressieren kann. Jetzt ist aber noch eine Frage. Wir hatten ja das Codesegment. Das ist ja statisch, das heißt, da ändert sich nichts dran. Dann haben wir das Heap-Segment. Das wächst ja positiv, das heißt, jedes Mal, wenn ich Speicher allokiere, dann wird das größer. Und dann habe ich ja noch das Problem, dass ich einen Stack habe. Und der Stack wächst ist da negativ. Ja? Und woher weiß jetzt eigentlich das System, in welche Richtung sie eben das aufaddieren muss oder abziehen muss? Ne? Jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen, okay, das implementiere ich in der Hardware, weil ein Stack immer negativ ist. Was man jetzt aber tatsächlich, oder im Prinzip macht man das auch, allerdings durch den Hardware-Support, indem man ein zusätzliches Bit reinsteckt. Und da hier gerade die Bemerkung kommt, schon krass, wie viel Komplexität in so einem System steckt. Wir sind hier ja noch ganz am Anfang. Ne? Also wir sind hier noch wirklich ganz, ganz bei den Basics und auch wir schauen es sehr abstrakt an. Das muss jetzt auch hier, wie die Codesegmente angesprochen werden oder auch später, wenn wir die Translation Look-Aside-Buffer haben. Da steckt noch viel, viel mehr drin. Und das wird auch quasi immer komplizierter. Ja, das war, wenn Sie vor 10, 15 Jahren eine Vorlesung über Betriebssysteme angehört haben oder auch Rechnerarchitekturen, dann war das quasi State of the Art, weil Sie hatten eben eine CPU drin, die da gerechnet hat. Heute haben Sie Multi-CPU, mehrere Cores, Sie haben das komplette Threading mit drin. Die Caches sind komplexer geworden. Die Basics sind immer noch gleich. Also das, was wir quasi hier jetzt lernen, das funktioniert immer noch gleich. Aber obendrauf, ja, da kommt immer noch mehr. Das heißt, eigentlich mit jedem Jahr, wo Sie das lernen, müssen Sie im Prinzip noch mehr lernen. Ja. Also zusätzlicher Hardware-Support an der Stelle. Da haben wir nochmal unser Code-Heap- und Stack-Segment. Da sehen wir jetzt, ich habe die Base-Adresse angegeben bei 32K, bei 34K und bei 28K. Da fängt unser Code-Segment an. Dann die Größe vorhin. Wir hatten jetzt einfach mal angenommen, wir machen eine maximale Größe von 4K. Da haben wir für das Code-Segment haben wir 2K, für den Heap haben wir 3K und für den Stack haben wir 2K. Und jetzt geben wir in der Tabelle eben noch an, das Code-Segment wächst positiv, wobei es eigentlich nicht wächst, ne? Das ist ja statisch. Dann haben wir das Heap-Segment, das wächst positiv. Und dann haben wir noch den Stack und der wächst eben nicht positiv, das heißt, der wächst negativ. Und was wir jetzt noch haben, wir haben noch ein paar mehr Bits mit reingepackt, das heißt, wir merken uns an der Stelle auch noch gleich. Darf ich jetzt schon lesen und ausführen, was eben im Code Sinn macht. Das heißt, das, was ich da lade, das darf ich eben auch dann in der CPU ausführen. In den Heap, da darf ich schreiben und auch lesen. Und im Stack darf ich auch lesen und schreiben. Also das nehme ich mal direkt noch mit bei der Segmentierung, dass ich weiß, was ich eben mit den Daten entsprechend machen darf. So. Jetzt hat man viel über Segmentierung gesprochen und jetzt ist noch die Frage, was hat eigentlich Segmentierung und mit dem Betriebssystem zu tun? Und zwar bei einem Kontext-Switch, da fehlt noch ein C, sehe ich gerade, müssen Segmentregister ebenfalls gesichert und geladen werden. Na, wir hatten bisher ein Register, na, also zum Beispiel das Space und das Bounce-Paar, da haben wir jetzt drei davon. Und diese ganzen anderen Informationen, die müssen wir bei einem Kontext-Switch auch noch mitspeichern und wieder reinladen. Und das ist ja das, was bei einem Kontext-Switch passiert. Alles, was gerade läuft, muss ja irgendwo weggespeichert werden, dass wenn der Prozess wieder starten kann später, wird das wieder reingeladen. Ja. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Speichersegment nicht reicht? Ja? Also zum Beispiel, wenn der Heap zu klein ist, da hat man auch schon öfters drüber gesprochen. Und da ein bisschen vom Ablauf, der malloc-Aufruf in C, der liefert ja einen Pointer auf den Speicherbereich im Heap. Und was ist jetzt eben, wenn der Heap zu klein ist? Das heißt, der Heap ist jetzt voll. Ja? Und jetzt springt eben das System an, das Betriebssystem an und macht dann unter der Haube so ein S-Break-System-Call, über den hat man auch schon gesprochen. Und der wird ja ausgeführt, um den Heap zu vergrößern. Ne? Nochmal dran denken, lassen Sie den Systemcall wirklich durch das Betriebssystem machen, versuchen Sie das nicht manuell zu machen, dann machen Sie alles kaputt. Ne? Das heißt, jetzt geht das Betriebssystem hin, vergrößert das Segment, in unserem Fall den Heap, und muss jetzt aber auch die entsprechenden Register aktualisieren. Das Base-Register bleibt wahrscheinlich gleich, aber die maximale Größe, also das Bounce-Register, das muss jetzt angepasst werden. Und ein kleiner Hinweis an der Stelle, das kann von einem Betriebssystem auch zurückgewiesen werden. Zum Beispiel, vielleicht hat das Programm schon genügend Speicher, das könnte durchaus sein. Oder es gibt einfach keinen physikalischen Speicher mehr. Das hatten Sie, das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie ein Programm ausführen und die Maschine, der komplette RAM ist voll und dann gibt es plötzlich Fehler. Das passiert genau in dem Moment, wenn der physikalische Speicher komplett voll ist.
Also das kann an der Stelle auch durchaus mal passieren. Das heißt, Speicher muss nicht immer zwingend zugewiesen werden. So. Und wenn Sie sich das Bildchen anschauen, also wir hatten ja Segmentierung, ne? Wir verteilen das jetzt. Und jetzt gibt es plötzlich was, das nennt sich Speicherfragmentierung. Ich glaube, mich zu erinnern, dass schon in der ersten Vorlesungseinheit gefragt wurde, was macht man denn eigentlich, wenn dieser ganze Speicher nicht mehr so aneinander passt. Ja, und wir hatten ja ursprünglich, dass es für uns ein bisschen leichter ist, in der Vorlesung gesagt, alle virtuellen Adressräume sind gleich groß. Das heißt, angenommen, ich habe 4 KB pro Adressraum, dann kann ich die ja immer schön aneinander packen. Und wenn jetzt mal irgendwo ein Adressraum frei wäre, dann könnte ich ja, wenn ein neuer Prozess kommt, den an den freien Adressraum reinpacken. Das ist leider in der Realität ja nicht mehr so. Und schon bei der Segmentierung haben wir gesehen, jetzt können die an unterschiedlichen Stellen liegen, unterschiedlich groß sein. Und wir hatten ja das eine Bildchen, wo man auch gesehen hat, da war eben zwischen dem Heap und zwischen dem Code-Segment war ein Stückchen freier Speicherbereich. Der ist erstmal nicht genutzt. Und wenn ich jetzt plötzlich 200 Prozesse am Laufen habe, da erinnern Sie sich vielleicht auch an die erste Vorlesung, der Screenshot. Was mache ich eigentlich mit diesem ganzen Speicher, der nicht genutzt ist? Ja, also das eine Problem ist, jedes Mal, wenn ich so ein Segment habe, muss ich einen passenden Speicherbereich finden, wo ich eben das Segment reinpacken kann. Und wenn das eben so eine Weile läuft in Ihrem Rechner, dann haben Sie ganz schnell physikalischen Speicher. Der besteht eigentlich nur noch aus ganz vielen kleinen Speicherabschnitten, also Codesegmenten und jeder Menge Löcher, deswegen der Schweizer Käse auf der rechten Seite. Ja. Das heißt, irgendwann muss das Betriebssystem auch hingehen und den Speicher komprimieren. Das heißt, das alles wieder ein bisschen zusammenpacken. Auf Prozessebene haben wir das ja schon mal kennengelernt. Ja, da muss ja dann eben ein Prozess gestoppt werden vom Betriebssystem. Dann kann der komplette Speicherbereich verschoben werden. Dann können auch die ganzen Register aktualisiert werden. Weil wenn der physikalische Speicher geändert wurde, muss ich dieses Base-Register anpassen, weil in Ihrem Prozess ändert sich ja die virtuelle Adresse nicht. Ja, die bleibt immer gleich. Da steht jetzt in unserem Fall die Segmentnummer drin, das heißt ne, 00, 01 oder 10. Und es steht das Offset drin, also wo zum Beispiel die Variable jetzt da zum Beispiel liegt oder die nächste Instruktion liegt. Das ändert sich aber nicht. Das heißt, für die Berechnung ist ja das Base-Register wichtig. Und das muss in dem Verschieben auch angepasst werden. Und das ist eben Job von dem Betriebssystem an der Stelle. Ne, also kann man das wieder ein bisschen kompakter gestalten und Raum freischaufeln. Das versucht man natürlich nicht so oft zu machen, weil das braucht Performance in dem Gesamtsystem. Ja, dann wird plötzlich alles wieder langsamer. Da habe ich noch einen kleinen Exkurs rausgesucht, und zwar MS-DOS und EMM386. Und zwar gab es damals unter MS-DOS ein 640 Kilobyte Limit. Das heißt, Sie hatten, wenn Sie irgendwas unter DOS laufen lassen wollten, nur 640 Kilobyte. Wer jetzt vielleicht dabei ist, der jetzt nicht direkt in der Vorlesung ist und gerade zuhört, der kennt das vielleicht noch von früher. Ja? Und wenn man jetzt ein Programm hatte, zum Beispiel ein Spiel, also typischerweise waren das Spiele, wo man bestimmte Treiber gebraucht hatte, oder irgendwann gab es da zum Beispiel CD-Laufwerke, oder man hatte ein Soundblaster, wo man einen Treiber reinladen musste oder wollte, dann hat man das ganz oft händisch optimiert. Ich habe rechts mal so eine typische EMM386er-Sys-Datei, wo eben bestimmte Flags gesetzt werden. Da wird noch ein spezieller HiMEM-Speicher genutzt. Das heißt, man konnte dann eben Speicherbereiche an einer anderen Stelle nochmal nutzen. Man konnte bestimmte Treiber woanders reinladen. Und die Reihenfolge, wie Treiber geladen wurden, die waren wichtig. Warum? Weil man hat eben immer Blöcke gehabt von einer bestimmten Größe. Und man hat eben versucht, im Speicher diese Freiräume zwischendrin, dieser Schweizer Käse, zu minimieren. Weil wenn das einmal geladen war, dann war das fix. Na, da wurde eben nichts dynamisch an der Stelle mehr angepasst im Betriebssystem. Und das hat man eben versucht, händisch möglichst zu vermeiden.